herzlich willkommen zu einem neuen Schmiedevideo. Heute habe ich in meiner Schmiede so ein Herz gemacht. Das ist ein geschweißtes, gedrehtes Herz. Und wenn das ein Twisted Heart, brauchst du dafür ein 6er Rundeisen und eine Stabelektrode zum Schweißen. Gleich was vorneweg, unterm Schmieden ist mir das missglückt, aber ich zeige euch, wie ihr das retten könnt. Und möchte euch auch damit zeigen, dass man nicht gleich das wegschmeißen muss, sondern man kann das auch wirklich retten und reparieren und dann schaut es einigermaßen wieder gut aus. Rechnet so mit einer Arbeitszeit von ca. einer Stunde, müsst ihr rechnen. Ich habe jetzt lange genug geredet und würde sagen, legen wir los. Als allererstes schmiede ich es vorne auf 5 mm aus. Sieht einfach schöner aus, wenn es schmäler ist. Müsst ihr nicht machen. Ihr könnt gleich mit dem Umbiegen beginnen. Bei ca. 10 cm biege ich das dann um. Und je nachdem, was ihr für eine Größe wollt, könnt ihr ja da variieren. Jetzt verschweiße ich das mit der Stabelektrode. Jetzt schmiede ich vorne eine Spitze hin und da müsst ihr mit dem Hammer so wischen. Jetzt öffne ich das Herz und ich benutze einen Holzhammer, das solltet ihr auch, um so Gesenke oder Abschotter einfach nicht zu beschädigen. Jetzt kommt der große Trick, ihr müsst es so nach unten wischen und gleich zu euch herziehen. Das muss sehr warm sein, also Weißglut. Jetzt kommt der große Fail, ich war nämlich viel zu weit vorne. Ja, deswegen sieht es jetzt so scheiße aus.
Ja, das ist jetzt missglückt, aber jetzt zeige ich euch, wie ich das repariert habe. Erstmal wieder ein bisschen aufweiten. Ich habe da so ein Doppelrundhorn mir mal gebaut und dadurch kann ich das jetzt optimal richten. Mit ganz leichten Schlägen, mehr braucht es nicht. Ja, jetzt sind wir am Ende von unserem Schmiedevideo. Ich mache natürlich wieder Bilder rein von dem. Und ich darf mich wie immer über Kommentare freuen. Lasst mir ein bisschen Feedback da. Sagt es euch, schreibt es mir bitte, was hat euch gefallen, was nicht, was kann man besser machen. Darüber werde ich mich sehr freuen und damit unterstützt ihr mich auch ein bisschen. Gell? Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Für euch.